Hier ist die Alex Rusch Show. Für Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte, Vertriebsprofis und alle, die erfolgreicher werden wollen. Freuen Sie sich auf Alex S. Rusch. Hallo! Wieder mal eine ganz andere Location. Wir sind jetzt in der Mittagspause beim Lehrgang zum Rouge Mark Diplom. Wir sind hier ganz in der Nähe des Flughafens. Somit werden Sie vielleicht auch ein paar Flugzeuge hören. Aber ich wollte es für die Teilnehmer bequem machen. Aber eben, Fluglärm ist halt Fluglärm, ja. Nun, das erste Thema hat auch etwas zu tun mit Weiterbildung. Weiterbildung bedeutet ja auch, dass Sie Ideen bekommen. Und Ideen bekommt man überall, mit Hörbüchern, mit DVDs, indem man herumläuft, indem man mit offenen Augen und Ohren im Leben ist. Und was macht man, wenn man Ideen bekommt? Man muss sie festhalten. Man kann sie festhalten mit Notizbüchern, die man vielleicht auch auf sich trägt, mit einem Kugelschreiber natürlich. Man kann sie im PC festhalten und es gibt noch viele andere Wege. Aber was macht man im Auto, während dem Autofahren? Was macht man im Schlafzimmer, wenn man jetzt eben nicht unbedingt einen Kugelschreiber in die Hand nehmen kann oder will? Was macht man dann? Ich zeige Ihnen, was ich mache. Ich mache etwas ganz Altmodisches. Ich benutze ein Diktiergerät mit Kassetten. Ganz, ganz altmodisch, aber sehr praktisch. Denn ich kann hier sozusagen blind, ohne hinzuschauen, kann ich einfach hier auf diese zwei Knöpfe klicken und dann kann ich aufnehmen und dann klicke ich Stopp. Und wenn ich jetzt im Bett liege, muss ich nicht mal das Licht einschalten. Ich kann einfach hier etwas drauf sprechen und dann lege ich es auf den Boden. Und auf dem Einspieler sehen Sie, ich habe zu Hause immer zwei Diktiergeräte neben dem Bett liegen, damit ich dann in der Nacht Notizen mir da machen kann. Und ich mache rege davon Gebrauch, denn ich bin sehr kreativ vor dem Einschlafen und auch kurz nach dem Aufwachen. Das gleiche auch im Auto. An meinem Jaguar habe ich immer in der Mitte neben meinem Autositz auch so zwei Diktiergeräte liegen und da kann ich ganz bequem während des Autofahrens danach greifen und dann Ideen festhalten. Sie sehen, genial. Recht günstig, eine gute Variante. Es gibt natürlich auch modernere Hilfsmittel wie ein Smartphone, aber da haben Sie dann wieder die Navigation. Aber hier kann ich wirklich blind einfach draufklicken, Stopp drücken und dann auf die Seite legen, damit ich weiß, dass ich etwas draufgesprochen habe. Das war mein erster Lernpunkt für heute. Etwas Altmodisches, ja. Und was ich hier in der Hand habe, hat Sie vielleicht auch schon gewundert, meine Damen und Herren. Ich habe hier eine Anerkennungsplakette oder genauer gesagt ein Anerkennungsschild, wie mein Lektor mir gesagt hat. Plakette sei etwas Kleineres, das ist aber etwas Größeres. Nun, wer bekommt dieses Schild und warum? Dieses wunderschöne Schild mit Gold und allem, wer bekommt das? Ja, wir haben Flugzeuge hier, ich hoffe, Sie verstehen mich immer noch, aber das passiert auch, wenn man in der Nähe des Flughafens ist. Zum Glück wohne ich hier nicht. Nun, das ist eine Anerkennung für Menschen, die in ihren Erfolg investieren, und zwar in einem großen Ausmaß. Und auch als Erinnerung, das Erfolgswissen tatkräftig umzusetzen, wenn das dann an der Wand hängt. Und wer bekommt das nun? Eigentlich alle, die die folgenden vier Erfolgspakete gekauft haben. Und ich sehe, der Carsten Höfer, der muss wahrscheinlich niesen oder lachen. Er muss husten. Ah, okay. Ja, Sie sehen, der Carsten Höfer, der Frauenversteher, ist hinter der Kamera, er ist auch ein Kameraversteher. Und er muss also vier Erfolgspakete besitzen. Das erste ist, wie Sie in den nächsten 18 Monaten mehr erreichen als in den vergangenen 10 Jahren. Das zweite ist, hochwirksame Marketingstrategien für Top-Resultate. Das dritte ist, wie Sie Ihren Firmengewinn um 100 bis 500% steigern. Und das vierte ist, das große Alex Rusch Webmarketing-Erfolgspaket. Vier Erfolgspakete, die in Kombination wie Dynamit wirken, was auch der Grund ist, warum wir das hier jetzt anerkennen mit dieser Plakette für alle, die diese vier Erfolgspakete gekauft haben. Weitere Infos hierzu übrigens unter alexrusch.com/Anerkennung. Und jetzt zum Schluss noch ein Feedback eines Kunden. Der Kunde hat auf Google Plus für die Folge 30 geschrieben, tolles Video und tolle Informationen, so wie wir es halt von Alex S. Rusch gewohnt sind. Und es war Karin Fortschecker am 6.8.2012. In diesem Sinne hoffe ich, dass auch Sie ein Feedback schreiben auf Social Media oder mit dem Feedback-Formular
unter alexrusch.com/feedback. Bevor jetzt ein weiteres Flugzeug kommt, gehe ich lieber wieder rein ins Seminar. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns wieder am Montag.